willkommen zur zweiten Folge Pokémon Go auf meinem Kanal. Und das ist ein bisschen kompliziert jetzt. Ich habe letztens mal versucht, wirklich einen Raid aufzunehmen mit diesem AZ Screen Recorder. Das hat eigentlich auch gut geklappt, aber ich hatte meine Kamera nicht dabei. Ich habe jetzt nur den Bildschirm gefilmt und leider habe ich diese Bewertungs-App Kalze IV. Und hab dann auch immer, wenn ich was gefangen habe oder so, das natürlich immer gleich bewertet. Oder auch nach dem Raid, das den Raid-Boss bewertet. Und wie mir aufgefallen ist, ist jedes Mal, wenn man in der App dann was bewertet, hängt die Aufnahme und das Bild bleibt einfach stehen. Und man hört zwar die Aufnahme, man hört die Geräusche noch, der Ton geht weiter, aber das Bild macht nichts mehr. Das hatte ich jetzt das Problem. Ich hatte in den letzten Tagen etliches Material gesammelt, wollte irgendwas dann vielleicht mal hochladen. Jetzt kam ich bis jetzt noch nicht dazu, habe mich heute mal rangesetzt, habe jetzt gesehen, okay, das ist ein bisschen verkackt und deswegen müssen wir das mit dem Video jetzt anders machen. Ich spreche kurz ein kleines Intro dazu, dann zeige ich euch mal den ersten Raid von mir auf YouTube. Was es sein wird, seht ihr gleich. Und lass einfach mal den Originalton laufen, der bei der Aufnahme dabei war. Klingt ein bisschen dumpf, ist ein bisschen leise vielleicht. Da muss noch dran gewerkelt werden. Ich versuche das alles irgendwie noch zu verbessern, hinzukriegen, dass das alles qualitativ noch ein bisschen hochwertiger wird. Aber fand das irgendwie relativ lustig und deswegen gebt euch mal die Originalaufnahme und viel Spaß bei den nachfolgenden Szenen. Ich melde mich danach nämlich gleich nochmal zurück. Geht's. Willkommen zur zweiten Folge von Die Arena ist zu weit entfernt und ich habe keinen Pass mehr. Das ist der beste Titel der Welt, jetzt muss ich nämlich schnell einen Pass kaufen. Und da sind auch schon zwei drin, obwohl wir nur zu zweit sind, sind jetzt vier drin. Noch nicht, jetzt gleich, bam. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Shiny Flunkiefer, den man ja auch locker zu... Scheiße, jetzt werden die ganzen Namen verraten, die muss ich alle ausblenden, weil ich distanziere mich von der Smatics. Nein, alles ist gut, die ist ja auch ein richtig tighter Boy. Und deswegen, Flunkiefer kann man ja locker auch schön zu zweit machen. Aber, da ich ja immer noch auf der Suche nach einem Shiny bin, machen wir dann immer mit möglichst vielen Accounts, dass irgendjemand vielleicht irgendein Shiny bekommt, was man sich dann für schön viel Sternenstaub rübertauschen kann, um der glücklichste Mensch der Welt zu werden. Vielleicht sollte ich auch mal mein Zeug beleben. Wir haben ja genug Torbeleber und ein paar hunderter Machomais. Ja, die kamen einfach so auf die Welt, wie sie schon da zu sehen sind. 100% in dein Gesicht. Da ist noch ein dritter, der hat sich versteckt in dem anderen Beutel. Jo, was nimmt man bei Flunkiefer? Natürlich immer am besten hole ich mir meinen Flamara raus und mein Entei, was dem ordentlich mitgibt. Da haben wir nämlich auch einen 100er komplett hochgemaxt auf Level 40. Was will man mehr? Das seht ihr schon, wo bin ich denn? Ich stehe natürlich wieder ganz hinten, weil das Beste kommt zum Schluss. Nein, ich bin halt die letzte Wahl, weil die anderen, die grenzen mich immer aus, deswegen stehe ich nur da hinten. Auf jeden Fall, Ariba, scharf, Level 40, wie der ist, wo immer sagt. Aber eigentlich heißt das Aiwa. Wer das nicht kennt, das ist so kaukasische Paprika-Gewürzpaste. Habe ich immer gern gegessen, aber jetzt gibt es ja nur noch Pfefferon. Jeden Tag ein Glas, bis der After brennt. Was will man sonst reden, wenn die Zeit der Lobby immer so lang ist? 2 Minuten Dünnschiss. Und da drüben schreien sie rum, ich weiß nicht, ob man es hört. Da fliegt noch ein Hubschrauber. Ne, den muss ich nachträglich einfügen, sonst passt es nicht. Und dann geht's auch los, unser Flunkiefer-Raid heute. Dann sind auch wenigstens die täglichen Pässe weg und ich muss heute nichts mehr machen. Sonst müsste ich ja 3 Videos an einem Tag filmen, da raste ich ja komplett aus. Von 0 auf 100. Jetzt gebt dem mal bös. Achso, ihr seht ja eh nicht, was hier auf den anderen Geräten los ist. Wie heute der Sturmwaffel. Ja, das ist auch ein krasses Gerät, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber jetzt habe ich das Gerät, habe ich jetzt auch in meinem Pokédex eingeregistriert, war. Man sieht schon, er hat nicht lange durchgehalten hier, 20 Sekunden, dann liegt er schon in der Ecke, eigentlich sind es 30, aber gut, da hinten steht noch ein Regi-Ice, Reg-Ice oder Reg-Ice oder je nachdem, wie man es ausspricht. Und da wir natürlich alle super Hyperfreunde sind, gibt es auch richtig dick Bälle und Schadensbonus und Esmatics Freundschaftsbonus, die natürlich kein Hyperfreund ist. Das war jetzt wieder der Vorführeffekt. Aber 16 Bälle, das muss einem erstmal einer nachmachen. Und ist irgendwo ein Shiny vertreten? Nein, 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 weiß ich nicht. Sehen alle gleich aus. Was ist das höchste? 15, 23, 11, 22. Dann fangen wir einfach jetzt mal alle, das ist bestimmt First Try drin.
Hier ist die Serie gerissen auf dem anderen, was man nicht sieht. Außer jemand steht hier mit der Kamera und zeigt, dass ich hier zwei Handys in der Pfote habe. Da ist es drin, da ist es drin. Der ist gerade noch gar nichts gemacht. Der gibt mir einfach das andere auf die Pfote. So, und da sind wir wieder. Das war also mein Flunkiefer-Ray zusammen mit Iswo, als er da war zu Besuch jetzt. 10 Tage haben wir. Er hat mich erst auf die Idee gebracht und gesagt, ich soll das machen. Und ich soll so Videos drehen. Und wir hatten viel Spaß auf jeden Fall die vergangenen Tage. Das war richtig krass. Schöne Grüße an den dicken Iswo natürlich. Und ja. Wie ihr gesehen habt, also kaum habe ich Kalsi e.V. auf den Knopf gedrückt, wollte mir die Bewertung angucken, gab es nichts mehr, der Bildschirm ist stehen geblieben und so weiter. Konnte man leider etliche Sachen nicht benutzen, etliche Videos, wo ich gleich am Anfang irgendwas bewertet hatte und man einfach nichts mehr gesehen hat. Deswegen muss ich ab sofort auf die App verzichten. Wenn ich Aufnahmen mache, dann bewerte ich das halt danach irgendwann. Leider kein Shiny geworden beim Flunkiefer, da bin ich immer noch auf der Suche. Und so, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon ein Shiny Flunkiefer habt oder ob ihr einen 100% Flunkiefer habt oder vielleicht habt ihr sogar ein Glücks-Pokémon als Flunkiefer. So, das war's aber auch schon für heute. Kurze Folge, kurz ein Raid, der erste Raid auf YouTube von mir. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ne? Kostenloses Abo. Yeah, man muss es ja immer dazu sagen, weil jedes Abo kostet. Bei mir natürlich nicht. Bruder, verstehst? Das ist Schwachsinn. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.